Hallo und willkommen zurück hier bei No Limits 2 Rollercoaster Simulation oder Simulation, wie auch immer. Jetzt kommt Double Looping. Machen wir jetzt. Und zwar einmal wieder vorne und einmal wieder hinten sitzen. Ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Ich kenne das noch nicht. Bin ich doch mal gespannt. So. Da sind wir und los geht's. Es geht nach oben. Und wie immer sieht das Ganze wieder ganz geil aus. Boah. So. Hoch geht's. Dip, 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 dip. Das ganze Spiel wieder mit der geilsten Grafik, wie man sieht. So, und jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Wow, wow, wow. Boah. Ja, das ist Doppellooping vom Feinsten. Aber wenn die zwei Loopings absolviert wurden, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Fährt nur noch geradeaus. Aber es reicht schon. So. Jetzt geht's darüber. Ganz langsam. Fährt der auch schon? Ah ja, der fährt schon. Okay. So. Dann würde ich mal vorschlagen, stellen wir uns jetzt hinten an. Mal aufpassen. Bin ich schon hinten? Ja, ne? Keine Ahnung. Jetzt, oder? Von außen kann ich ja leider nicht gucken. Und weiter hinten, weiter hinter kann ich auch nicht gucken. Egal. Lass mal's mal so. So, fahren wir nochmal eine Runde. Und dann gucken wir mal, welche Fahrgeschäfte es noch gibt. So, der parkt jetzt gleich da hinten. Und wir fahren gleich los. Gleich müssen die Bügel runtergehen. Jetzt. Ha! Ich würde niemals in meinem ganzen Leben in eine Achterbahn steigen. Nicht mal für Geld oder so. Okay, ich glaube, das ist die letzte. Okay. Dann lass uns nochmal fahren. Oh Gott. Zum Glück ist das nur virtuell, aber das reicht mir schon. Wie gesagt, nächstes Jahr kommt Rollercoaster Tycoon wieder raus. Nach 10 Jahren Pause. Das große Comeback von dem PC-Spiel. Das werde ich dann natürlich auch let's playen. Werden wir mal unseren eigenen Park bauen. Hier kann man leider keinen Park bauen, glaube ich. Aber dafür richtig krass rumfahren. Okay. Da ist wahrscheinlich hier. Ah, hier sind ein paar Schienen, Ersatzschienen. So. Ja, jetzt fahren wir noch schnell dahin. Genau. Okay. Sehr schön. Und aufmachen. Gut. So, dann schauen wir mal in das nächste. Machen wir mal. Nein, hallo. Achso, ich muss da drücken. Okay, Play.
Jetzt machen wir mal Doppel-Loop, Double-Corkscrew. Das ist der Name. Gottes Willen. Irgendwas mit Korken. Ein Korkenzieher, Achterbahn, glaube ich. Soweit ich verstanden habe, mit Corkscrew, Korkenzieher. Könnte schön kommen. Naja, passen wir mal auf da. Und ich glaube, das wird gleich wieder krank werden. Ich höre Stimmen. Hört ihr das? Egal. Obwohl hier gar keiner ist. Krass, oder? Geschwindigkeit kann ich hier von der Bahn auch nicht ändern. Leider. Aber was soll's. Boah, das geht bis sogar zu Wasser hinter. Oh, Alter, ist das riesig. So, einmal Looping. Und gleich nochmal. Und gleich kommen Korkzieher. Wow, 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 wow. Alter, meine Augen. Krass. Boah. Ja, da wird man ja blöd im Kopf. Jetzt mal wirklich jetzt. Ohne Witz jetzt. So, jetzt sitzen wir hinten. Alter, bis der mal zum Bremsen kommt. Fährt hier noch jemand? Nee, ne? Nur wir. Okay. Dann lass mal schnell wieder den Bügel runter. Damit wir nochmal fahren können. Bügel runter! Komm schon, Bügel runter. Komm, hopp. Jetzt mach er nicht. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Aber ich merke schon, dieses Spiel wird von euch echt sehr gern geguckt. Also, hätte ich nicht gedacht. Und da glaube ich auch, dass Rollercoaster Tycoon euch auch gefallen wird, weil das ist fast genauso. Nur ein Ticken noch besser. Mit Leuten und so, mit Fressbuden und ja. Schauen wir mal. Oh, ganz langsam hoch da. Und jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Oh. Oh, sieht immer voll krass aus, wenn man hinten hockt. Da meint man immer da oben, es kommt da runter. Na gut. Mal gucken, ob es noch krassere gibt. Schauen wir mal. So. Da wir machen noch eins, oder? Ja, komm, wir machen noch eins. Machen wir noch Flying Beast. Das sieht schon anders aus. Flying Beast, das heißt, wir hängen jetzt. Also hängen gefällt mir überhaupt nicht. Weil bei hängen, da ist man so frei. Unten drunter hat man keinen Boden unter sich. Boah. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es wird. Schauen wir mal. Vielleicht wird es auch gar nicht so schlimm.
Wir hocken ja schön auf unserem Schreibtischstuhl. So. Hallo? Was ist das jetzt? Ach so, so hängt man dann oder was? Ach du meine Güte. Aha. Das passt mir überhaupt nicht. So wie ich gerade hock. Wie hoch gibt es noch? Ich sag mal, ist es 20 Meter hoch oder was? Oh. Oh nee, rückwärts auch noch. Oh, ich sehe auch noch alles von hinten. Guck mal, guck mal. Oh, Alter. Oh. Ach du großer Gott. Oh. Ey, wenn ich jetzt nur auf den Bildschirm gucke und nicht irgendwo anders hin, meine Augen permanent auf dem Bildschirm sind, dann denke ich mir echt, ich hock da drin und mir wird's da schlecht. Da habe ich echt so das Gefühl, als wenn ich da schweben würde. Oh Mann. Oh, hört das mal wieder auf. Oh nee, noch nicht. Doch jetzt. So. Ja gut, hinten, das bringt nichts. Das gibt bei eh nichts. Ja genau, man. Hä? Was? Warte mal. Wir warten mal, bis der stehen bleibt. Dann sehen wir ja, wie man dann da drin ist. Na? Doch, also man liegt doch. Das wird. Ach so, das kippt sich da nach unten. Ah, okay. Boah, es ist krank. Also das war bis jetzt das Heftigste, was ich hier gesehen habe, ja. Will nicht wissen, wie es dann noch weitergeht. Auf jeden Fall seht ihr es dann in den nächsten Parts wieder. Ja, und das war's erstmal von No Limits 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.